Hier wird er gerade schön von den Bienen vermöbelt. So mag ich das. Aber ich brauche trotzdem langsam mal ein bisschen Heal. Ah ja, Heilpflanzen. So, der ist auf jeden Fall schon mal wirksamer als den, den ich eben bauen konnte. Wenn ich eben noch Wait, is that Ollie Starkey? Never mind then. You don't want me to rescue you? You'll only make it worse. Somehow. Sorry, I need your help. Okay, also dem helfe ich jetzt definitiv. Okay, Schlossknacken ist schlecht, wenn hier so viel los ist. Heal-Zeug. Wie immer man einen ziehen lässt. Ich brauche gelbe Beeren, keine blauen. Na gut, die nehmen wir trotzdem mit, die stillen Hunger. Die Bude hier aufkriegt, ernsthaft. Sag mal, gibt's hier was umsonst? You never liked me, did you? Tiddly. Have I shown you the picture? I have. Well, oh, gut festgehalten. Go forth and sin no more. Could you not hear? So, how'd they get you? Did they sneak into the camp? I got lost. I think you deserted. Oh,
taking French leave or were you full out deserting? It's always march, 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 drill, 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 and stabby, stabby, stabby with our bayonets. For years. The cherries are never going to come back, are they? I need to go and talk to the general, but they won't let me cross the bridge. Well, he won't let you through the front gate either. Well, I suppose I do owe you. Listen, just tell Sergeant Oldcastle you know what happened on Trim Street. What happened on Trim Street? What happened on Trim Street? Well, I'm not telling you that. I guess you're not heading back then. I guess not. See you when I see you then. Not if I see you first. Bessere Mausefalle. Bring mehr Ressourcen auf vorher, das auf jeden Fall. Mehr Einnahmen sind immer gut. Mehr HP, das können wir. Das nehme ich sofort. Oh, was gab's denn jetzt hier? Bessere Mausefalle. Wegwerf-Safe-Knacker. Bessere Mausefalle. Übt schnelle und schockierende Vergiltung an allen, die töricht genug sind, ihm sich zu nähern. Bis man den Elektroschock auslöst. Find something and put it away. Run! I did get one of them at Ramsgate. Oh, I'm pretty sure I did. Wo hatten wir nicht irgendwo Bücher bekommen? Konnten wir die nicht auch irgendwo konsumieren? Ach ja, das ist der Extraktor. Die Bücher gaben doch auch Boni. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ziegelstein. Da muss ich die Bücher einfach nur im Inventar haben. Ah, okay, von daher wäre ich auch ein. Okay. Da hinten ist ein Ausrufezeichen, dann gehen wir mal in die Richtung. All apart. The center cannot. At least we could have made them take them. The best laid plans are mice and men. Be kind to strangers. One day you'll be one of them. Tülü, ihr Deppen. An und gute Nacht. Schockgranate. Unbrechlicher Parapui. Schlittenfahrer. Elektrischer Schlagstock. Halt die Luft an. Ja, mit dem Schmerz fügt Brandschaden zu und dann ist haltbar. Gute Nacht. Vor allem, warum ein fucking Eisenrohr das gepolstert? I could do this in the dark. I think I have. Good. A bit of privacy, you're traveling. So, nächste Schnellreise ist offen. One day, maybe, we'll wake up from all of this.
lecker rohe Kartoffel. Leicht angefault. Om nom nom nom. Sagen, nicht vorne raus, sonst gibt's wieder Prügel. Oliver Starkey. Bitte hilf mir nicht. Am I my brother's keeper? Was haben wir hier Schönes? Mysteriöses Buch. Where are the Americans? Where are the Russians? Mind the side effects. Oh, but there's a big one we don't mention, isn't there? Übrigens, wenn ich an der jetzt irgendwas anstelle, dann kriege ich wieder Prügel. Boah, für einen Soldaten, ey, hast du aber echt wenig Puste. Keine Person, nee, wo ich die Bienen draufkiten kann, dann ist das eher schlecht. Einen gepanzerten Anzug können wir so nicht bauen. Dann können wir solche Bienen reinstellen und uns denken, hoho. Also besser kaufen, das sieht die beim Essen wie eine Tüte Kartoffelchips klingt. Frisch und knackig. Tiny beds in every house. I'm the Lord, and the God who shall have no other gods before me. Okay. Da liegt Geld. Ein Bämpel Müsensaft. Mom, Dad. Okay. Yogi is only Yogi can say it. He says we're ready, we're real happy to be here and it. Warten wir das mal so im Raum stehen. Ich fand das war doch am besten mit Sally. The fox is in the hole, but the rabbit. Follow the rabbit. Ah je, Ex-Kollegen. Gives you a sense of purpose. I thought we could have a chat about Trim Street. You shut your bloody mouth, you fat bastard! Let him pass, lads! He's not getting past the front gate anyway, just this once! Try it again, and I'll kill ya! Ach, sie mögen mich. Fresh socks. That's his answer to everything. La 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 la. To the Marines. Well, I thought. Lord Judy again. If you can't find something to do, I'll find something for you. I'm just saying, come back, we'll be ready. So the sergeant says, I didn't see you at camouflage training. So I says, thanks. Auf jeden Fall eine Erinnerungsmaske drin. Am besten kommen wir mal nachts wieder, in der Hoffnung, dass sie hier nichts mitbekommen. You don't know that for sure. Daybreak, sir. They're bombing us again! Yep, lol. Blowing up the distillery?
In God's name, why? So the soldiers don't get drunk all the time? If I didn't have more important things to ja, do, stimmt, I wie wir hier that, mit Arthur durchgekommen sind. Lol, das hat er alles zurückgesetzt. Nice. I'm gonna make officer, you'll see. Look a bit sad today. And you're a bit nosy. You don't have to be mean. I am mean. Ask anybody. But you don't have to be. You're right. It seems some of the lads over at the camp didn't like being prisoners of war, so they... Well, they decided to fight back. But they lost. What did the Germans do? The Germans? Nothing. They got all the other prisoners who didn't fight back. Made them shoot them. Which would you have done if you'd been a prisoner of war? Fight back or... Aye. That's a question. Why aren't you a prisoner of war? And that's the other one. He's supposed to be. A story wie immer bitter. Oh, noch was Schönes. The wife thinks we entertain girls at Langlemere. Oh, and this is all over. I wouldn't mind having a couple with some of those Jerrys. Man to man, they're decent, clean folk. Okay, das hat richtig Leben gezogen, bitte. Sie mögen es nicht, wenn ich die Kohlen aus dem Feuer nehme. Das war nicht selbst toll. Gut gemacht. Funktioniert. Du brennst nicht mehr. Okay. Der liegt da am Kulcht. Seebestattung. Aber Alter, sage ich, räum hier nicht auf. Hui. Okay, zur Air Force gehören hier zumindest nicht so wie die Fliegen. Natürlich, weil die Deutschen die Kohle aus dem Brennofen nimmst und greifen dich an. Tja. Hot, hot, hot! Ist das ein fucking Einrad? WTF! Bastischer Böller. Das übliche Repetiergewehr ohne Muni. Ich fand mit Arthur so geil, wie die hier am Philosophieren waren, von wegen, von wegen Munition und Co. Und irgendeiner von denen hat irgendwann mal Munition gesehen, dass es so etwas geben muss und er denkt so, Alter, ich eben irgendeiner sowas wie Kampfstock oder sowas. Fucking Starkey's back. I need to speak to the General. Get him, lads. What'd I ever do to them? You know what you did. It was a joke. All right, it wasn't a joke. What about the air raid shelter? It goes right under the fence. You're right. You're always right.
I should have gone through the air raid shelter. Containing of the shrew. If you who's on guard duty? There's a monster. Please talk to Sergeant. Who's organisk zaten? Okay, jetzt habe ich dir was getan. Aber du warst vorher auf mich böse. Oh, unerlaubt zu betreten. Warum sagt mir das keiner? Ich steck hier einfach so mitten in der Pampa rum, Ojo. The Bunker. Noch ein Blindgänger. Halt echt mal gespannt, ob sie am Ende hier auch ein bisschen was auflösen mit den Stories und so weiter. Und ich finde es halt lustig, dass halt hier ein Bunker ist, der aber in das Militärcamp rein zeigt. Das ist halt auch so ein. Was? Für das Gebäck, Engde. Ich schenke euch eine Postkarte aus Stalingrad. Da wir den Krieg mit so vielen Blindgängern gewonnen haben wollen. Ja gut, das habe ich hier auch nicht mit. Das ist ja hier so ein dystopische 60er Jahre. Also Akt 1 ist schon komplett bei mir auf YouTube verfügbar. Akt 2 kommt jetzt hier ab. Ab dem 4. kommt Akt 2. Gucken, ob wir uns den grabben können. Nana said hello. Andriy Yavujovic. Ist das richtig? Wenn nicht, tut's mir leid. Grüß dich auf jeden Fall. Was macht die Kunst? Who the hell blocked up the entrance to the air raid shelter? What if there was an air raid? There hasn't been an aeroplane over Wellington Wells since 1950, has there? I'm gonna have to blow a hole in it. Well, where are you going to get explosives? Easy. From the military camp. But we can't get into the military camp. But what about the distillery? They're going to blow it up. Right. You're always right. I wonder if they've blown it up yet. Ich will ihre Soldaten trockenlegen, wie bitter. Noch ein Blindgänger. Und was geht bei dir? Was zockt ihr aktuell so? So eigentlich durch mit Kingdom Hearts 3, Cluedo. Flash Arena, der versinkt aktuell ziemlich in Apex. Aber wieder voll Bock auf Fallout 76.
Oh oh. Gerade sagen, jetzt Gewehr raus und Peng, aber ja. Okay, der ist besoffen. Ach shit. Wie sie halt einfach mal daneben steht. Oh, lo, 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 lo. Oh, so grüne Finger, Dude. Sorry, you had to see that. Ja, immer nicht weitergespielt, mir fehlt die Lust. Ist der Teil so schlimm? Oh, you don't know what you've got until it's gone. Well, if you can't remember things, maybe you shouldn't be drinking. You're right. You're always right. Well, they obviously haven't blown it up yet. I suppose now we just wait until someone comes by with a pack full of plastic. Help! Help! They're trying to kill me! You have to help him. What's he ever done for me? Well, he might be the man with the explosives. You're right. You're always right. Let's see what his problem is. I wonder how much liquor's left around here. Yeah, I'm just... Ollie, focus. Ich muss mal meinen Co-Moderator interviewen, wie ihm der Teil gefallen hat, der hier. Hoppala. Der hier Stammzellen spenden war. War nicht ganz so fit die letzten Tage, da wollte ich ihn dann auch ein wenig in Ruhe lassen. Dang it. Kingdom Hearts war noch nie so wirklich meine Richtung und Final Fantasy auch nicht. Zumindest bis Teil 6 mochte ich die Games ganz gerne. Thank God you're here. I think they draw to the plastic. Wait. Ollie's in der Mitte ist der Gute. Look, I don't have to help you if you'd rather work it out with the plagues. It's Biden Powell. We were in the Punjab together. Did you know him? Haven't the foggiest. Are you gonna help me? Ich hab keine Ahnung. Are you gonna help me? Nice. You're on there. Hold. I like my halwa. Okay, aber jetzt mein Kumpel gekillt. Sagen, da ich noch in Fight bin, werde ich nichts machen können. Well, this'll blow a nice hole in the air raid shelter. Oh, now I remember Baden Powell. Real kiss ass he was. Nope. Sagen Sie mir jetzt bitte endlich mal out of fight. So, ja, war soweit ganz geil, aber irgendwie werden die Features langsam lästig. Also sind sie überladen. Also ich fand ja den Kampf, den ich bei dir gesehen hatte mit den Titanen von Herkules, schon mega ätzend. Oh, 9 Fertigkeitspunkte. 18. Uhuhu. Heile besser. Uhuhu. Das ist doch auf jeden Fall schon mal... nicht verkehrt. Lassen Sie kaufen, verkaufen zum Basispreis ohne Aufschlag oder Rabatt. Oder wir haben höhere Beutenwertes. Kann Joy nehmen, ohne sich zu übergeben und damit dauern die Effekte länger an. Okay. Also können wir ihn jetzt auch mit Joy danach hochspleißen. Boah, ich habe ihn gar nicht gesehen, ey, Mistvieh. Boah, ich weiß noch, wo ich das direkt am Anfang gebackt habe. Und ich die Early Access Phase zocken konnte. Well, ich denke, der Schwierigkeitsgrad aktuell ist ein Witz gegen das, was das Ding ganz am Anfang war. Das Gefühl hier, der Kampf, dieses doofe Piratenschiff beschwöre.
hätte viel lieber, wenn man den zweiten Teil dual wielden konnte. Ja gut, wie gesagt, da kenne ich mich persönlich aus. Mir persönlich geht's halt schon gewaltig auf den Sack, wenn du zum Beispiel bei Final Fantasy 7 oder 8 diese Zauber machst, wo da halt so ein Zauber so gefühlt 5 Minuten dauert, wo du erstmal denkst, boah, geil! So denkst du, ja, nice, das dritte denkst du, mhm. Und danach ist es eigentlich immer nur noch so dieses, meh. Kann sagen, lass den Scheiß. Aron, we Barnet Burn. Vor allem, dass die Soldaten hier auch langsam ziemlich vor die Hunde gehen. Nice! Er hält sogar den kleinen Finger heraus beim Tee trinken. Nice. Patrols should be particularly careful in the forest. More than the usual number of planes have been spotted there recently. Ah, was steht bei euch am Wochenende an? Und morgen mal schauen zu einem langjährigen You better cover your ears. Ich wollte gerade sagen, dass ich bei Sicherheitsabstand. Lots of things. Now we'll just go down there and pop up inside the fence. Zauber in solchen Spielen mal. Da war mal Pokémon für Kücke, Möglichkeit, Kampfanimation auszuschalten. Oh ja. Und was hältst du vom neuen Pokémon? Schwert und Schild. Ich gerade sagen, ich sehe da eine Leitung. Boom. Nur das verfluchte Entlein. Natürlich auch kein Heal-Stuff drin. Zocken und schlafen, das klingt nach einem Plan. It's a dangerous business. You step onto the tracks. Was zockst du aktuell, André? Ein Schild sieht für mich nach Pokémon Company gegen die originellen Ideen aus. Naja, aber zeig mir mal irgendwelche originellen Ideen in Pokémon, weil ich sag da ganz ehrlich, ich kann mich nicht wirklich an irgendwelche originellen Ideen in Pokémon erinnern. Weil ich persönlich hab halt echt das Gefühl, dass sich dieses Spiel halt wirklich seit Anbeginn so gar nicht mehr weiterentwickelt hat. I quit. A soldier's allowed to quit. I guess we'll find out, won't we? I don't think he'll want me back at any rate. Not after the things I told him. The general? This is all his fault. The registry, the train, the way we bent over backwards. Wait, how can I be talking to you? You're dead. I quit because you're dead. My memory's all confused. It just sloshes around in my head. Does that make it easier to bear? Oh nice, Zelda. Welches Zelda denn? Ich hatte mir jetzt hier für das neuere Pokémon halt gewünscht gehabt, dass wir endlich mal hingehen und Band hilft mir alles nichts, verdammt. Allein, dass schon wieder keine Pokémon auf der Overworld-Map sind, finde ich halt mega schade. Ich hatte mitbekommen, so, ja, inspiriert von Breath of the Wild, wo ich mir gedacht habe, oh geil, hier offene Pokémon-Welt, rennst durch die Gegend, siehst die Viecher in den Bäumen, kannst du Pokéball in die Fresse werfen oder so. Ich denke mal, letztes Pokémon war Pokémon X und es hat sich prinzipiell gespielt wie in Rot oder Blau, mit schönerer Grafik, üblicher Nintendo-Kram. Wie sowas hier zum Beispiel. Ich glaube, Sonntag gibt's wieder hier bei mir den schönen Teil hier. Damit sich der Umbau vom N64 gelohnt hat auf HDMI. Remake von Ocarina of Time auf dem 3DS.
gerade sagen, nicht nochmal reinrennen. Das war jetzt gefühlt so. Nur das verfluchte Entlein, das ist doch bestimmt irgend so eine Ente auf dem Böller, auf eine Bombe oder sowas. Safe-Knacker. Nur das verfluchte Entlein, das oft endlich in der Aufmerksamkeit auf sich und deckt dann alle Personen und Reichen mit Tränengas ein. Ja, den habe ich auch. Aber 3DS habe ich mir nicht umbauen lassen auf Capture-Karte, weil ich spiele keinen Emulator und nix. Auch hier Super Nintendo gibt's original von Cartridge und N64 habe ich mir auf HDMI umbauen lassen. Ich habe ja was Vorwort gespielt, weil ich jetzt mal gespeichert habe. Willst du jetzt das Innenleben von Yabu Yabu nachbauen auf dem Zeppeloni-Server? Wir sollten uns noch was reindrücken. Und uns langsam ins hohe Gras schleichen. Jerry's in the house. You never liked me, did you? Er ist gestolpert. Ist Erwachsener natürlich. Okay. Bist du ein Glitchy Boy? Die Flugbahn. Was war denn das? Gestorben? Wie ist er denn gerade gestorben? Ich bin gerade tot gehen, so. If anyone finds Private Elston's trumpet, please return it at once. The man who wakes up in the morning, he is a musician in the band. Ab ins Blumenbeet. Okay. Ist halt nicht mit Glitchen zu tun, wenn Nintendo oder im Fall Griso die Warp-Sonde stehen lässt. Ah, okay. Ja, ich mache das eigentlich immer im Wassertempel zum Beispiel. Da gibt's ja diesen Mittelgang. Und beim N64, wenn du da deinen grünen Warp-Zauber halt reinmachst, dann fliegt die zur oberen Tür. Dann setzt du direkt das Wasser auf die obere Tür und dann sparst du 2 oder 3 Schlüssel und kannst dich halt dann direkt, wenn das Wasser oben ist, da direkt hinwarpen. So, tada! Süßkartoffel, was seid ihr denn hier für Militärhipster? Warte, Miss Tay. Warum liegen da Wasserbohnen im. Wasserbohnen, genau. Kaffeebohnen im Ausguss. Bampelmüsensaft. Schön wie im Disney. Tweet, tweet. Oh, gestern habe ich DuckTales The Movie mal wieder geguckt, ey. Oh. Einfach schön. Auch wenn sie damals noch nicht die Originalstimmen hatten. Stellen von WKD, wo man durch den Boden fallen kann. Ein Gedicht. Oh je. Donald! Ollie? What possessed you to come here? Ich glaube nicht, dass er so rumstehen sollte. Just get him a car. I have to take the lads at the bridge their supper. I'm afraid I'm on my way in, not out. But I might take you up and offer later. I suppose the lads will just have to wait a wee longer for their supper then.
Jetzt klappe ich nächste Woche auch wieder mehr streamen, vor allem hier Lufia, die Ahnenhöhle. Oder jeden Tag mal ein paar Stockwerke durchballern. Okay, hier sind wohl größtenteils beim Rekrutentraining. Ja, jetzt erstmal hier schön Molly in die Fresse. Wo kommt denn jetzt auf einmal der andere her? Komm, zerleg deinen Kumpel. Ernsthaft, könnt ihr euch nicht mal verpissen? Ziehen wir so viel Ausdauer ab, weil die so viel zupicken können. Alter, wie viele seid ihr denn? Habt ihr einen Arsch offen? Huh. Die Kleine, verpisst euch. Ich hab Diabetes und ich trage eine Brille. Lol, ernsthaft? Morgen wieder schön zweimal auf den Stream, damit ich gegen zweimal schauen. Ja, wenn ich zu Hause bin, bin ich auf jeden Fall dabei. Where the hell's Cheeseman? Probably having a wank in the bushes. Ollie! Sorry. He's probably in the latrine. Or that. He's not going to let you in. You'll need his key. I can be quite charming when it suits me. I bet he's still angry with you. It's been six ich spreche mit seiner imaginären Tochter und ist aber im Verbluten. Top. Go forth. Also es war Olli hier wirklich das Heilzeug so schlecht gesät ist, das geht mir echt tierisch auf den Nerv. Jetzt hier wieder schön am ADW rausgekommen, ha? Sir. Very good.
So, angekommen. Jetzt ordentlich nah genug dran, weil ich einfach mal instant umdreht. We all get what's coming to us in the end. Ach ja, Vorräte plündern, ganz wichtig. Und leere Tassen zum Tee kochen mitnehmen. Auch wichtig. Na. Brot. Ja, Sonntag gibt es bei mir Zelda-Stream, Samstag voraussichtlich beim Kumpel, mit dem ich die Ausbildungsschule, also die Berufsschulbank gedrückt habe. Auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und scheiße, wenn ich schon höre, dass Spielervorlinge gebannt werden und zu viel Munition besitzt oder Materialien, dann fängt mir Lust auf das Spiel. Naja gut, da muss ich persönlich sagen, dieses Donald! Klingt Ollie. Doch sehr oft nach Dappern, die sich halt beschweren, dass sie gebannt worden sind. Weil bei Fallout 76 habe ich persönlich halt so das Gefühl, da glauben dir die Leute eher, wenn du sagst, ich hab keinen Scheiß gebaut. Boah, ernsthaft. Ist das euer verkackter Ernst? Ich kann sagen, jetzt haut mich doch endlich mal weg, ey. Mann. Frusterino, ey. Weil wir noch kein Händler und nix weit und breit. Komm, den hauen wir jetzt aber stumpf hier auf die Fresse. Lay still, you bastard. Du scheiß dich hier. Ollie! Hauze. Who's on guard, Jack? Watch out! Just pretend it is beef. Attention all personnel. There is an intruder in the camp. All personnel, report to your counter-infiltration station. This is not a drill. Ich sitze hier im Busch und schlürf meinen Limo. Ich glaube, ich muss auch mal wieder ein PC-Retro-Day mit Click-and-Point reinhauen. Da hätte ich auch mal wieder echt Bock drauf, mit dem Chat zusammen irgendwelche alten Click-and-Point-Adventure zocken. Komischen Krawallmacher-Dinger dabei. Tag. Attention! One or four infiltrators have been spotted inside the camp. If you don't recognize yourself, just...
Pappmaché-Panzer. Ja, das müsste der sein, wo... Arthur durchs Dach gebrochen ist. Dreh mal das scheiß Licht da weg. What the hell? Hit the dirt. Alter, dann bist du schon am Schleichen, wie blöd. Oh. Und was willst du denn deinen Namen ändern? Erstochen. Alter, ich hasse das. Also jetzt wirst du zum Schleichen gezwungen mit einem Char, der nicht fürs Schleichen gemacht ist. Ich bedenke, wie gemütlich da ich mit Arthur durchgeschlichen bin. So la 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 la. Hallo. Vor allem der oder so scheißen Dreck langsam ist, ey. Und halb tot. Remember, we're always safe in the dark. So lang. Also ich bleib bei Andri, wenn's dir recht ist. Rein mit dem Zucker hier. Pilz essen wir mal nicht, den brauchen wir noch. Fühlt sich irgendwie dynamischer. Yeah, voll auf Zucker. So. Very good, sir. Who's on guard? Ich sagen, du holst keinen Alarm. Der schläft nur. Kaffee, das ist eigentlich was wir hier mit ihm ordentlich herstellen sollten. Weil da kriegst du halt einen Ausdauerschub wie blöd. Da rennst du durch die Gegend wie so ein Kolibri. Donald! Oh. Ja, ich weiß halt die Klappe. Da will ich nicht lang. They're back. Come back for another. For England. And St. George. Go back to Germany, you swine.
the Merryband Players will be performing their brilliant play, Happy Hamlet, at 8 p.m. in the mess hall. All are invited. Don't worry, in Happy Hamlet, no one dies. Attention all personnel, there is an intruder in the camp. All personnel, report to your counter-infiltration station. This is not a drill. Ich hoffe mal, sie wissen nicht, wo ich bin. Ja, ich bin verborgen. Hey, Etty! Ja, das macht die Kunst. Ist gerade Alarm in England. Suchscheinwerfer am Tag. Na gut, bei mir gibt's ja kein Grünsgrün, wenn ich Retro zocke, aber hier bietet sich's halt an. Da machst du ja auch nicht anders. Boah, was sie alles abschließen. Den will ich haben. Theoretisch nicht reinkommen, wenn sie mich gesehen haben. Gotcha. Jerry! Hüpf. Weil er weg lebende Suppenschüsse und brauchen Nachschub. Jo, dann sage ich mal, gegebenenfalls für später, Cluedo. So, das habe ich auf jeden Fall schon mal gut HP zurückgegeben. Attention all personnel. Any soldier interested in planning next year's victory garden should talk to Corporal Elstree at mess. Answers your letters and questions about our life. Überladen, ja, bin ich.